Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ihr seht, heute geht es ziemlich ernst zu. Ein kleines Vorwort zu dem nachfolgenden Video. Ich habe damals mal den Surströmming getestet mit dem Ditschen. Da saßen wir hier in der Küche im geschlossenen Raum. Wir haben den aufgemacht, da hat gezischt, das hat gestunken. Wir haben den gefressen, wir haben gekotzt, ne? Kann ja noch mal einen Ausschnitt hier zeigen, kurz. Dann ging es weiter, dann haben wir noch einen zweiten Teil gemacht, direkt im Anschluss an den ersten, wo wir versucht haben, das Surströmming Wasser auf Ex zu trinken. Das haben wir runtergeschlürft, da haben wir gekotzt, das war richtig eklig, ne? Mir hat alles gebrannt. Dann kam der Geitsch auf die Idee, er möchte das ja auch mal probieren, er will sich auch mal eine Dose Surströmming bestellen und ob wir vielleicht Bock hätten, nochmal mitzumachen. Also haben wir uns mit dem Geitsch getroffen, beziehungsweise mit dem Manns Haulwurf, so heißt er ja auf seinem YouTube-Kanal. Also Surströmming 2.0 auf dem Kanal von Manns Haulwurf, jetzt auch hier. Dankeschön an Geitsch natürlich, an den Manns. Für das Video, für das Schneiden, für das Bearbeiten, für das Machen. Es sieht zwar richtig hässlich aus, also ich, aber trotzdem Mut zur Hässlichkeit, sage ich mal. Ich lade euch das jetzt hier hoch, guckt euch das an, Surströmming 2.0. Moin und willkommen zurück bei Manns Haulwurf. Ich bin Manns Haulwurf und heute haben wir mal was anderes. Habe ich ja schon angekündigt, diesmal gibt es kein Unboxing, diesmal gibt es unsere Surströmming Challenge. Ankotzing, genau. Ich habe auch schon das T-Shirt dafür an. Give me more Surströmming, sage ich jetzt noch. Da haben wir das Ding, Dosenöffner liegt auch schon drauf. Halt die blöde Klappe. Lecker Surströmming. Der Ditschen ist auch am Schlüssel und Ramses der Dicke ist auch da. Die haben das ja beide schon mal probiert, das Zeug. Kann man sich angucken, ich werde es mal unten drunter verlinken. Und jetzt gebe ich erstmal das Ding weiter an die Kamerafrau. Denn ich muss mich erstmal das Ding setzen. Ich glaube, Bier ist wichtig. Cut! Cut! So, Dalle. Dann trauen wir uns. Da kommt ein kleines Kind, das rennt dir gleich weg. Läuft eh schon. Ich kann doch nicht, wenn ich so weit kotze, das ist doch scheiße. So. Also ich muss sagen, beim letzten Mal war ich sehr motiviert, als der Ditschen und ich das probiert haben, aber ja, heute irgendwie habe ich gar keine Lust. Ich auch nicht. Aber wir sitzen halt hier. So, wir machen das Ding jetzt mal aus. Ich auf dem Boden. Hat ja nichts anderes. Genau, geht noch mehr hier dran. Geht das Ding überhaupt rein? Oh, pff, es zischt. Junge! Der Druck, ihm's rumsplattert. Das sieht aber gut aus. Das war bei uns aber nicht so. Boah. Hat denn hier was dabei, wo wir den Deckel rausmachen können? Ich riech noch nichts. Ich mal gleich hin. Ich glaube, du hast eine Dose Wasser bestellt. Oh, es geht nicht weiter. Aber es sieht sehr klar aus, okay. Was da rauskommt. Das war doch so richtig trüb. Aber mal gucken, wenn es auf ist, wie es ist. Boah. Ich riech nur Bärlauch überall, den ganzen dreckigen Tag. Ja, aber ich steck mir zwei solche Dinger in die Nase. Der scheiß Dosenöffner will nicht mehr, der hat schon die Schnauze voll. Hätte ich meinen mitgenommen, der hätte auch die Kanten abgekantet, dass die nicht mehr scharf sind. Der geht nicht mehr. Ich hab einen scheiß Platz erwischt. Oh. Oh. Ich geh auch. Das riecht wie vollgeschissene Windel, Alter. Na, dann warten wir ab. Also riecht's wie auf Arbeit. Oh. Alter, was ist denn das mit Dosenöffner? Immer noch bei Salz und Fladdy. Ein Sommertag. Alter, die Dosen immer gleich wegschmeißen. Hey, sowas musst du aufheben. Die wird verlost. Du musst dein T-Shirt an die Wand hängen und die Dose drunter nageln. So als Andenken. Ich glaube, einen hab ich auch noch. So. Also die Dose ist schon mal offen. Ich jetzt den Deckel da raus. Hat Blut halt auf einer Seite nun da, ne? Mal gucken, was passiert. Fertig. So schlimm sieht's gar nicht aus.
Ja, richtig. Ich glaube, das sieht besser aus als uns. Ja, richtig. Ja gut, er hat ihn ja auch gekühlt. Und bei mir, seitdem der kam, habe ich ihn einfach in den Schrank gestellt mit der Packung und habe den da wochenlang rumstehen lassen in der Wärme. Vielleicht war das nicht gut. So sieht es doch eigentlich normal aus. Auf jeden Fall schon 10-mal besser als die andere. So, köstlich. Jetzt ja. Nimmt sich jeder ein oder was? Na, lass doch erstmal gleich. Ich riech, Alter. Ich riech gar nichts. Ich riech Bärlauch. Komm, lass mich mal riechen. Wieder hin. Nee. Scheiße. Ich hab jeden Tag Scheiße auf Arbeit. Das geht aber. Ja, jetzt riecht's nur noch auf Fisch. Den ganzen schaffe ich eh nicht. Ich will erst mal nur ein Stück haben. Jetzt kommt's hier an. Und jetzt, wenn, wenn du ihn anfasst und er so richtig schön zermatscht, dann wird's genial. So, hier haben wir unser Stück Würstreving. Das erste. Wie das riecht. Wollen wir alle drei gleichzeitig kauen? Lass nicht doch mal. Er ist der Chef, ne? Wir sitzen da hier. Ich probier das jetzt erstmal. Ich beiß erstmal ein Stück ab. Ja, ich beiß ab ein Stück ab. Denk an die Greten, ne? Der sieht zwar lecker aus, aber innen drin, der besteht eigentlich nur aus. Hauptsache die Dose steht direkt davor. Nee. Wenn was kommt, geht's gut. Alter. Das soll eine Delikatesse sein, gell? Ich guck dir den ganzen Leben. Ich weiß, fast so schlimm wie Pilze, ne? Ne, das ist schlimmer wie Pilze, ey. Soll ich einmal, oder? Siehst du, jetzt, wo du reingebissen hast, kommt der Arschgeruch einfach hier rüber. Kann aber dauern. Alter. Wisst ihr, wie ich mich gerade fühle? Steck noch einfach mal ganz rein und beiß drauf rum komplett. Ne, das schaff ich nicht. Dann merkst du, wie es eskaliert auf jeden Fall. Da sterbe ich. Boah. Da drüben stehen gerade Kinder und gucken uns zu. Halt doch mal drauf. Ich kann nicht. Nee. Gut, das reicht. Kann man nicht fressen. Nee. Oh, das bleibt keine Sekunde in der Kusche. Ja, nee, komm, Rahmen und zeig uns, wie es geht. Oh, die ekelhaften Gräten noch dazu. Oh, was hängt denn da wieder dran? Ja, da sind wenigstens keine Gräten dran, das kann man bestimmt einfach so essen. Das gönnt er sich einfach. Leute sind schon alle weg. Das kannst du nicht essen, Alter. Cut. Hast du es runtergeschluckt? Der kennt halt. Da liegt eigentlich was, aber ein Fetzen ist, glaube ich, runtergekommen. Der kennt halt keine Grenzen. Aber jetzt? Jetzt riecht er nur noch mal Fisch. Naja, aber das Internet ist. Ja, lass uns doch mal zerlegen, ne? Ich denke, den kann man öffnen und die Gräten rausmachen. Stecken alle beide Hände. Vielleicht geht's dann besser. Ich kann nicht mal den Mund behalten, ey. Da kommt sofort der Würgereflex. Yep. Er ruft das Ding einfach aus dem Mund. Jetzt sieht's doch gut aus, ja, oder? Ja, wie eine Muschi. Da riecht mein Schnöger aber nicht rein. Schläg das mal nach hinten. Ja, was willst du damit machen, wenn ich nehme es mit Hemd, oder? Bei mir ist das immer noch so fest und knubberig. Das kann man nicht essen. Und das war ja richtig grau. Ja, ich weiß es. War ein gutes Mittag. Geht. Hier ist es aber eigentlich. Der dreckige Schwanz muss ab. Der dreckige Schwanz, das habe ich mich jetzt vollgespitzt. Soll ich jetzt Bier trinken? Oh, das kannst du nicht. Und das ist eine Delikatesse, ja. Vielleicht doch ein guter Brot. Toll, der arme Fisch. Alter, der hat noch so viel vor in diesem Leben. Da ist er keine Kinder.
Alter, wie kann der das so lange im Mund behalten? Keine Ahnung. Ich brauche mal schnell die Datenlupe. Ja, hab ich hier. Riecht wie Arsch. Da Ramses ist aber man hart, gell? Man muss doch nur ganz langsam und sachte kauen. Ich hab's ja versucht, aber sobald ich die Scheiße ja, tue, die Konsistenz ist so räudig. Du schmeckst richtig den Geruch. Wie sie einfach nur rumliegen. Der guckt das selber. Komm, David. Kind. Überraschung. Das Runterschlucken ist das Problem. Du hast dann den ganzen Brei im Mund, willst den runterschlucken, aber beim Schlucken geht's gleich wieder in die andere Richtung. Ich krieg's nicht mal so weit, dass ich es runterschlucken kann. Oh, jetzt schmeckt's wieder nach Pizzabrot. Ich hab vorhin Pizzabrot aus Netto gegessen. Als Vorbereitung. Oh. Ich muss ein Brötchen. Mit Chicken und Käse. Oh, das riecht besser als. Die Scheiße, Alter. Bärlauch ran. Setz dich. So, ich bin wieder da. War gut. Am Ende Wasser. Na, wo ich jetzt aufgestanden bin, kam nochmal schöner Würgereiz. So, wir haben noch 4 Stückchen übrig. Zwei Leute, die noch nichts gegessen haben. Ich hab keinen Hunger. Dann haben wir 2 übrig, die kann ich an Zuschauer verlosen. Im Briefumschlag, das ist die Postkutsche, die stinkt. Hey, Witt. Ja, komm. Stell dir vor, es mit Bier. Du hast ganze Sachen zu stinken. Naja, wie ich mit die Flossen im Käfig ist ein Wasser. Du musst den Kanal brauchst du auch nicht waschen. Oh, Mann. Was zum Spülen. Die sehen aber echt gut aus. Schmecken. Da bin ich auch noch rein. Boah, die, wie das aussieht. Das letzte Mal noch so eine Kräne rausguckt. Eklig, oder? Nur noch schlucken. Alles gut. Also, ich sag schon mal im Voraus: Ramses ist der härteste von uns allen. Boah, weg ist es. Jetzt hast du es mir am Arm gespritzt. Also, das Stück, was. Ich mir jetzt hier noch da, aber ein Trick rein. Kannst du das Wasser von mir aus leer machen? Über die Hände kippen. Ah, nur der Fisch. Ich kann gar nicht reden, ey. Wieder hin. Krieg ich jetzt einen Kuss? Nee. Nee. Dein Mund riecht nach Arsch. So, also auf jeden Fall ist es nicht schmackhaft. Komm, da trink doch wenigstens die Brühe. Nee. Die sieht aber gar nicht so übel aus. Also den Geruch habe ich mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. So schlimm ist es gar nicht. Wenn ich jetzt trinke. Es riecht wie vollgeschissenes Babywindeln. Schlimmer. Ausgeleckte. Und nach Fisch. Also deswegen der Tipp, macht das immer in der Wohnung. Ne? Macht's in der Wohnung. So schlimm riecht's gar nicht. Oder aber im Zelt, beim Campen. Man sieht's ja. Ich kann da nicht. Das bleibt bei mir keine Sekunde im Mund, das Zeug. Das ist knallhart, da kaut dann eine Dreiviertelstunde drauf rum. Die Konsistenz ist räudig. Ja, und die Gräten noch dazu. Das ist vielleicht sofort alles voller Gräten. Aber Brot. Ja, und jetzt noch einen Schnaps zum Nachtisch. Schön Uso. Deswegen musst du ja den. Dann hast du nicht mehr so viel Gräten. Ja, die Gräten sind ja überall. Das ist alles. Wahnsinnig. Ich zeig's jetzt nochmal schön von nahen, den guten Swiss-Streaming und den angefressenen Fisch. Aber wenn ihr das riechen könntet, es wird Zeit, dass es Kamera mit Geruch gibt. Da ist mein angefressenes Stück. Das ausgespuckte. Da haben wir Ramses sein lecker Essen. Und hier haben wir Ditschen sein lecker Essen. Da ist er nochmal im Dreck. Aber ich setze mal die Kotze auf Video. Wir fehlen jetzt mal einen Hund. Wir brauchen einen Hund, der hat das auch mal probiert. Oder David. Der will das nicht. So, ich würde sagen, ich habe durch den Rewe gelaufen. Ich habe erstmal die Schnauze voll vom mit Deckel drauf und den Rewe reingestellt in irgendein Regal. Wo ist schön bläst hier beim Bäcker so. Also ich habe auf jeden Fall erstmal die Schnauze voll vom Fisch. Und ihr? Nö. Und diesmal war es ganz okay. Ich glaube beim dritten Mal merkt man gar nichts mehr. Ich meine, ich kann ja dazu sagen, wir haben ja noch 4 Stück, die noch gut sind. Wir könnten jetzt zum Ramses gehen und machen uns einen Shake draus. Ne, Riesenshake, ja. Ein Zustreaming-Shake. Wie kannst du da beziehen? Also essen konnte ich es auf jeden Fall nicht. Ich habe kein Stück runtergeschluckt. Ne, aber ich probiere. Pokémon. Ramses wird auf jeden Fall verlinkt mit seinem Video. Er hat auch schon ein Video, wo sie das schon mal zu zweit gegessen haben. Und sogar das Wasser aus dem Scheißladen.
getrunken haben. Und das sah aber dreckig aus als das. Kann ja mal einen Schluck probieren. Nee. So. Echt jetzt? Klar. Okay, Dipschen möchte jetzt noch einen Schluck von der Brühe probieren. Natürlich, die sieht doch gut aus. So. Wenn du den Schluck trinkst, ne? Lecker. Komm, dann hau's weg. Das scheint doch nicht so lecker zu sein. Cut. Cut. Zeig mal. So, also, ja, noch einen Schluck trinken. Ja, das jedes beim mal letzten Mal hast du auch gesagt, dass das gut ist. Da unten dreht sich dann rum. Und dann kommt der. Alter, er trinkt sogar mehr als. Er säuft das Ding leer. Mal sehen, wie lange es drin bleibt. Er hat auf jeden Fall die Dose leer getrunken. Ist weg. Wie man sieht. Jetzt stirbt er halt. Naja, wir haben heute Brot gegessen. Da sieht noch ganz gesund aus. Alles auf. das scheiß Salz. Ich kann mir nicht mehr die Augen waschen. Hier. Schmeckt trotzdem also, genauso wie beim letzten Mal. Also ein Ramses scheint es gemundet zu haben. Ich muss jetzt trotzdem erstmal Schluck Bier trinken. Oh ja. Sonst wäre das nichts. Der kotzt nicht. Das geht doch so. Das kann nicht. Ja, das sein. Kommt noch. Tut mir ja leid. Ich kann es doch nicht erzwingen. Ja, die Dose einfach komplett leer gesoffen. Aber das sah besser aus, aber nachher kam wieder der faulige Geschmack. Ich kann nicht mal einen Schluck Bier trinken gerade. Kann nicht mal einen Schluck Bier trinken. Die Salzsäure, weil das wirklich so. Ja, ich würde sagen, ich kann noch Amazon-Link zu dem Soul-Streaming. Dann bestellt euch die Scheiße einfach mal selber und probiert es auch. Aber mit Video bitte. Du hast seinen Link und dann kriegt dann noch was. Ja, ich hau da so einen Link rein. Ich habe da keinen Affiliate-Link. Ne, ich habe auch nicht. Gott, das sieht ja schon räudig aus. Oh, meine Hände, ey. Arme Hund. So, ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Genug gebrauchen. Jetzt habe ich Bock auf einen Dönershake, ehrlich gesagt. Mit Fisch. Mit Fisch. Mit Fisch-Dönershake. Riecht wie wenn der Oma gefingert hat. Also nicht, dass ich wüsste, wie das ist. Ja, genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da lassen. Kommentar in die Kommentare. Heißt es so? In die Kommentarbox. In die Kommentarbox. Das war keine Box. So. Und? Wir würden einen Fisch gewinnen. Hashtag Fisch. Ja, wir sitzen jetzt eh noch ein wenig hier. Vielleicht traue ich mich nochmal. Dann mache ich die Kamera nochmal an. Er hat einfach das scheiß Wasser gesoffen. Ich kriege die Tür nicht zu. Also in diesem Sinne, wiederschauen, reingehauen. Ciao. Cool, dass keine Fäden mehr so richtig sind. Wie gesagt, das sind wieder oder kleine Eier, oder? Ja, echt, ey. Das ist ein. Ja, wie? Ihr seid ja pervers. Was macht ihr denn da? Ich bin die falschen Fische. Wie gesagt, das geht auch. Probiert das mal. Toll, die fressen die Eier hier und wir müssen das Fischfleisch essen, oder was? Das ist ganz besonderes. Wie viel das? Ja, das muss ja härter sein. Um beim Kotzen runtergeschluckt. Alter. Die knacken noch, wenn du drauf beißt. Ja, das hat auch, das hört auch nicht auf mit Knacken. Du kannst ja kauen und kauen und kauen. Und das knackt die ganze Zeit weiter. Nee. Du kannst sowas durchessen.